Ich wollte schon seit längerem ein Hardcore-Projekt anfangen, hat dann aber noch bis 1.16 gewartet. Ziel des Ganzen ist, dass wir coolen Scheiß bauen, bis wir irgendwann sterben. Und wir werden irgendwann sterben. Und ich habe bereits einige Ideen, darunter auch einige, die für diejenigen interessant sein dürften, die mich in erster Linie für Siedler-Content abonniert haben. Das Projekt wird auf twitch.tv/ultimatespindash gespielt. Highlights landen dann hier auf YouTube. Ich habe im Stream aber nicht gezeigt, wie ich die Welt erstelle, da ich einen eigenen Seed verwenden wollte, ohne diesen offen zu legen. Ich weiß nicht, was uns in diesem Seed erwartet, aber ich wollte das Feld auch nicht leer lassen. Ansonsten handelt es sich hierbei um eine gewöhnliche Hardcore-Welt. Ich habe überlegt, Ultra-Hardcore oder große Biome auszuprobieren, kam aber zum Schluss, dass diese Einstellungen früher oder später nur nervig werden. Ultra-Hardcore bietet sich vielleicht später mal als Zwischenprojekt an, aber für diese Staffel sind alle Game Rules und alle weiteren Einstellungen auf ihren Standards. Finden wir also raus, was uns diese Welt zu bieten hat. Und deswegen konnte ich sie nicht im Stream erstellen. Wir sind auf jeden Fall schon mal auf einer Insel. Das da drüben sieht nach... Ich glaube, wir sind in einem Sumpfgebiet, oder? Nee, wir sind im Wald, aber... Okay, da drüben sind aber jede Menge Lianen. Warte, was wir zuallererst machen müssen, ist... Das ist wichtig. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich ursprünglich stand. Hier ungefähr, ne? Spawn markieren. Weil dieses Gebiet, vorausgesetzt, wir sterben nicht sofort, wird wichtig. Ich habe jetzt leider nicht, ich habe eine kleine Roadmap erstellt. Aber ich kann die jetzt leider schlecht im Stream einblenden, weil ich finde, die wird zu viel Platz wegnehmen. Mit Dingen, die einfach erledigt werden müssen, so von wegen die ersten Diamanten, erstes Gear, Mending auf alles. In den Nether, da alles, was wir brauchen, holen, dann in End. Und schlussendlich hoffentlich einen Elytra holen, oder diese besten mehrere. So, ich töte so ungern Tiere, aber... Also, töten muss man sie so, aber... Zumindest nicht bevor... Also, ich mache es ungern, bevor ich sie züchten kann. Aber Schafe ist am Anfang eigentlich erforderlich, wie gesagt, weil wir das Bett brauchen und weil das Fleisch am Anfang einfach zu wichtig ist. So, die Nacht ist offiziell kein Thema mehr. Also wirklich ganz offiziell. Wir müssen nur gucken, dass wir es alles richtig timen. So, die Frage ist... Okay. Das da sieht nicht nach einem Ort aus, an den ich hingehen möchte. Nice. Yep. Mesa-Biom. Ich habe auf zwei verschiedenen Maps die Dinger gesucht. Gut, auch relativ, wenn man Elytra hat, findet man die auch eigentlich relativ schnell. Aber mit so einem Ding direkt vor der Haustür zu starten, ich bin verliebt. Ich mag die Welt jetzt schon. Wenn wir jetzt noch einen Wüstentempel da drin finden, könnte man sogar wirklich, würde es sich sogar lohnen, weil ich habe einen Plan für eine Basis da, so in einer Wüste. Die Frage ist, oh, hallo Biene. Ich weiß noch nicht so richtig, wo ich hin möchte. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Boah, ich dachte schon, das wäre irgendein Skelett, was hier... Gut, ein Skelett würde nicht in der Sonne überleben, aber... Irgendein Monster, was vielleicht hier in der Höhle gespawnt ist und rausgelaufen ist. So, damit ist ein Ofen auch schon mal gesichert. Ich glaube, ich habe noch ein paar... eine Minute oder so, bis ich schlafen muss. Beziehungsweise überhaupt schlafen kann. Denn Minecraft ist ja so ein vorbildliches Spiel, dass man nicht tagsüber schlafen darf, weil man tagsüber produktiv sein sollte. So, die zusätzliche Tür kann einfach dahin. Ich will jetzt keine extra Kiste nur dafür craften. Warte, nein. So.
Jetzt auch noch eine Spinne hier. Ach, weil ich keine Sticks habe, ich wollte schon sagen. Ich habe doch vorhin noch extra so ein Teil gecraftet. Welcher Höhe sind wir? 68. Okay. Ambient-Geräusche. Minecraft, ein Spiel ab... Boah, was ist die... Ich glaube, es war mal ab 6. Ich weiß nicht, ob es inzwischen sogar ab 0 ist, aber dann hat das einfach solche Geräusche. Es gibt ja ganze Videos, wo Leute gruselige Bilder nehmen und einfach Minecraft Höhlengeräusche dahinter legen. Ich traue mich schon gar nicht, wegen der Thumbnails nie sowas anzugucken, aber ich glaube gerne, dass das nicht besonders angenehm ist. Helligkeit ist top. Ich muss mal, was habe ich aber eingestellt? Ich habe es auf die niedrigste Helligkeit eingestellt. Also für Videozwecke hätte ich es auch durchaus höher gedreht. Es ist einfach nur... Ich finde es manchmal nervig. Also ich spiele im Moment ja auch Dark Souls. Da finde ich, es ist... Ich meine, gut, das Spiel heißt Dark Souls, aber ich finde es teilweise dann auch an manchen Stellen so dunkel, dass man zum Beispiel Leitern, ist in dem Spiel gibt es Leitern, die siehst du kaum, weil sie einfach perfekt in die Umgebung sich halt einfügen. Und wenn es dann noch dunkel ist, Höhlensounds könnten einen Horrorfilm einem gewissen Kick geben. Oh ja, also wenn man denkt, was für Sachen dabei sind. Ich glaube, da ist irgend so ein dämonisches... Also das heißt, das ist natürlich auch ein bisschen Interpretationssache. Es ist auf jeden Fall ein Geisterzug dabei. Oh, nicht schon wieder. Okay, es ist Wasser. Das heißt, eigentlich kann nichts hier drin spawnen, ne? Wird nur ein bisschen nervig, da jetzt drum rum zu bauen. Ansonsten es gibt so eine Art... Engelschor, der aber auch irgendwie mega verzerrt klingt und dämonisches Brüllen und was nicht alles. Und vor allem, das kommt nicht mal irgendwie im Nether oder so, es kommt in der Oberwelt. Ich meine, inzwischen jetzt mit 1.16 haben sie es ja so geändert, dass es nochmal ein extra System dafür hier gibt. Und die Geräusche kommen dann halt nicht mehr komplett aus heiterem Himmel, sondern wirklich, wenn man unter der Erde ist über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, weiß nicht, kann man den Wert sogar... Ja, da, Mut 37%. Also wenn man sich über eine Länge, ich glaube jedes Mal, wenn es 100% erreicht, dann kommt halt so ein Geräusch. Und vorher war es ja komplett random und dementsprechend nicht immer passend. So, das müsste jetzt aber eigentlich, obwohl es nicht genug Treppen, ich muss ja immer zwei einplanen pro... Aber in Horrorfilme passen sie gut rein. Ich frage mich auch wirklich, was sich... da gedacht wurde, ich weiß nicht mehr, sind die noch, also ich glaube nicht, dass Notch die selber gemacht hat, aber ich vermute mal, aber er hatte sie ja noch eingefügt damals, ich weiß nicht, seit wann es Ambient Sound gibt, aber ich meine, es hätte die sogar schon in der Alpha gegeben. Und ich glaube, er wollte ja eigentlich nicht unbedingt, dass Minecraft jetzt ein Horrorspiel ist, also am Ende, also ich weiß noch, er hat irgendwann mal getweetet, weil er mal wieder gefragt wurde, ob Herobrine echt ist. Und hatte getweetet so, Leute, dieses Spiel wird von Kindern gespielt, ich knall da doch nicht so eine Horrorfigur rein. Also ich hab's nicht mit dem genauen Wortlaut im Kopf, aber so war's. Herobrine, das war auch noch eine Zeit, als man Angst vor dem hatte. Ich überlege gerade, ich glaube, Herobrine war sogar meine die erste Creepypasta, die ich. Also eine der ersten. Also Ben Jound, glaube ich, noch zur gleichen Zeit. Und ansonsten, ich glaube, dann die erste war wirklich Herobrine. Vor allem eine halbe Stunde in der Welt und wir sprechen nun über Herobrine. Das kann eigentlich schon nur Pech bringen.
So, ist das hier auch wirklich sicher jetzt? Ich fände es uncool, wenn hier... Reicht das schon? Also ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin nicht so vertraut mit Drowned, wie, also wie die spawnen. Welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Also Frage, was war eure erste Creepypasta, die ihr gelesen oder wo ihr Videos zugesehen habt? Ich glaube, bei mir waren das wirklich Herobrine und Ben Drowned. Mir fällt zumindest gerade nichts ein, was davor noch gewesen wäre. Ich werde ein bisschen Cobblestone einlagern, aber ich glaube, einen großen Teil werde ich auch liegen lassen. Denn wenn wir Cobblestone brauchen, ich sag mal so, haben wir immer noch die Möglichkeit, einen Generator zu bauen. Und über den könnten wir sogar später, wenn wir eine Silk Touch Spitzhacke haben, mit Mending natürlich, auch Cleanstone bekommen. Also ich finde das tatsächlich deutlich angenehmer, als irgendwo Steine mitzunehmen. Ich meine, da muss man zwar ein bisschen da stehen, nimmt, ich hab extra festgestellt, man kann über einen bestimmten Hotkey mit dem Nummernblock kann man Mausklicks simulieren, beziehungsweise halt, dass die Maus-Taste gedrückt gehalten wird. Das heißt, ich muss nicht mal das machen. Und dann könnte man in der Zeit über irgendwas reden, weil man die genug Leute im Chat hat. Herobrine, ja. Ich überlege gerade, was es noch gibt. Also Herobrine, Ben Drowned. Okay, gut, ich weiß nicht, Zed Lavanya Town. Ich meine, ich habe nie groß Pokémon gespielt. Ich habe wirklich eigentlich nur halt Feuergrün, also die Parodie. Und halt, dann habe ich mir für den 3DS irgendwann Pokémon Sonne geholt. Ansonsten habe ich halt eigentlich nie Pokémon gespielt, aber das kannte ich halt noch. Ansonsten wird es schon echt eng. Ich glaube, beziehungsweise ich glaube, zu der Zeit hat er dann auch Iblali ein paar Videos zu solchen Geschichten gemacht. Und ich glaube, er hatte dann auch erzählt von in Hitman. Gab es wohl so eine... Da gab es wohl irgendwie so ein Hotelzimmer, in das du reingehen konntest. Und da hast du dann im Spiegel irgendwie einen Geist gesehen. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Die Frage war, was die erste Creepypasta war, die man gelesen hat. Also Sachen wie Herobrine, Ben Drowned. Weil die ganzen Geschichten um Lavanya Town. Ich weiß gar nicht, was da genau die Story hinter war, außer irgendwie, dass in der Stadt ja nur Geist-Pokémon existieren und das... Ich krieg's nicht mehr zusammen, was da war. Ich weiß, dass es die Lavanya Town-Theme halt binaurale Töne enthält und dadurch viele Menschen Kopfschmerzen kriegen, beziehungsweise das Ziel dieser Töne war wohl, dass man sich auch unwohl fühlt da. Und ich glaube, wenn man es weiß, hört man das auch wirklich raus, weil binaurale Töne merkt man. So, hier ist die 11, das heißt, hier geht es los. Gruselige Stadt, ja, genau. Ich krieg gerade, also die Musik davon ist auch, es ist nicht mal mega gruselig, aber man fühlt sich schon ein bisschen unwohl, glaube ich. Ich habe es nie lange gehört, aber... So, Redstone. Ich meine, wir können zwar nicht wirklich was damit anfangen im Moment, aber... So, los geht's mit dem Graben. Beziehungsweise ich sollte vermutlich... Ich nehme gerade die Kiste. Die Kiste ist ja noch nicht... Da ist noch nicht groß was drin. Dann nehme ich gerade die Kiste, die Werkbank und den Ofen mit. Weil ich will nicht jedes Mal hochlaufen. Na, wobei, nee, so rum wird es nicht funktionieren. Ich muss so schon...
Na, da zieh doch mal die Kiste direkt aneinander. Das hatte was mit Christatom zu tun, aber ist auch schon creepy genug. Immer lebt ein Pokémon, das den Shell seiner Mutter mit sich rumträgt. Ja, Cubone, aber... Ich meine, das haben sie ja sogar im Pikachu-Film drin gehabt. Generell sind die Pokémon-Einträge ja teilweise schon ein bisschen heftig. Es wird behauptet, dass unter Musik in Japan mehrere Kinder Suizid begangen hätten. Okay. Das klingt nach dem Plot einer Folge X-Faktor. Ist die Musik überhaupt in ihrer Originalfassung noch im Spiel? Wurde die Musik dann irgendwann nochmal in den späteren Ausgaben geändert? Es gab ja auch diese eine Pokémon-Folge, wo irgendwie eine Explosion stattfindet und dann halt ganz schnell halt so rot, blau, gelbe Blitze kommen. Wodurch dann irgendwie tausende Leute einen epileptischen Anfall bekommen haben. Die Version in Europa. Whoop. Was sahen wir denn hier? Was guckt denn da aus dem Gestein hervor? Minuten auf der Uhr und direkt 3. Oh! Und direkt eine 9er Ader. Nice. Also eigentlich können wir ab jetzt hingehen und einfach nur noch die weiteren Adern nur freilegen und dann später gucken, dass wir mit einer Fortune-Spitzhacke anrücken. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall 3 für eine Spitzhacke, 2 für ein Schwert, weil ich möchte möglichst schnell ein Diamantschwert. Ich glaube, na, wir brauchen noch ein Eisen mehr, dann können wir uns daraus eine komplette Rüstung schon mal machen. Und wir brauchen 2 für einen Verzaubertisch. Aber ich meine, wir haben da drüben Lava gefunden. Wasser haben wir da vorne. Das heißt, wir können uns auch Obsidian holen. So, die Eisen werden wir noch zu Ende verbrauchen, aber... Aber mit der Ausrüstung können wir auch theoretisch dann auch in die Höhle gehen. Aber ich glaube, dafür haben wir nicht genug Essen dabei. Also warte, wir können gerade noch warten. Wir müssen dann zwar noch auf die Schuhe verzichten. Aber wir können dann zumindest schon mal Hose und Helm machen. Gold, auch nicht schlecht. Ich meine, das Zeug ist ja jetzt auch etwas nützlicher. Also einmal, weil man es für Neverride braucht. Und einmal, weil man halt damit handeln kann, mit den Picklins. Noch 4. Und dann kann da hinten wieder eine Fackel hin. Ich habe das Gefühl, wir kommen an den Höhlen gerade nicht vorbei. Wobei ich sagen muss, ich finde die Neverride... Ist das denn? Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst.
Da sind direkt die nächsten Diamanten. Mal gucken. Es sind aber. Okay, es sind mindestens vier. Sechs. Sechs Stück. Aber dann lasse ich die gerade mal so. Denn wenn wir eine Fortune-Spitzhacke haben, weil wir können sie uns ja jederzeit holen, wenn wir sie doch brauchen sollten. Deswegen durfte man den Seed nicht sehen. Nein. Hat damit mal tatsächlich nichts zu tun, aber wenn man eine Welt streamt oder auf YouTube hat, ist vielleicht das Schlimmste, was man machen kann, den Seed rauszugeben. Zumindest solange man die Welt noch spielt. Boah, ich dachte schon, weil es so dunkel war, sah das so aus, als wären da nochmal Diamanten. Dann hätte ich aber. Weil dann wären das drei Diamanten irgendwie in 100 drei Diamantenadern in 100 Blöcken oder so. Aber wir haben gerade echt Glück. Normalerweise dauert das länger. Und vor allem auch noch direkt zwei große Adern. Gucken, ist es hier dunkel genug? Ja, hier ist es dunkel genug. Also ich habe tatsächlich, also das wollte ich vielleicht kurz erklären, ich habe einen gezielten Seed eingegeben, aber keinen, von dem ich weiß, was los ist. Ich wollte einfach nur nicht einen random Seed haben. Ich bin zwar aber eigentlich auch keiner, ich meine, es gibt ja auch YouTuber, die zum Beispiel regelmäßig halt Seeds sich angucken. Und dann immer so schön hochladen, das ist der beste Startseed aller Zeiten. Und dann sind es irgendwie 10 solche Videos von der gleichen Person. Aber da bin ich eigentlich, also es gibt ja auch, also die Seiten dafür, kann man sich manchmal angucken. Manchmal sucht man ja auch was Bestimmtes, aber. Keine Ahnung, ich finde Minecraft ist ganz gut darin, dass praktisch jede Welt eine eigene Reise ist und bei der will man, also wir wollen schon, aber man sollte nicht vorher wissen, wo es hingeht, wenn man wirklich einfach nur etwas, man will ja auch was zu entdecken haben. Klingt glaublich. Also die Seeds, die dann teilweise gezeigt werden, das sind dann halt schon so Sachen, wo dann irgendwie, du hast ein Ozeanmonument, ein Mesa, 3000 Dörfer und noch, am besten noch ein, zwei Dungeons, halt wirklich innerhalb deiner Spawn-Chunks oder so. Das ist natürlich schon ein cooler Start. Aber dann ist es, finde ich, also ich finde, es ist. Es ist, finde ich, mehr dabei, wenn es zufällig passiert. Kies, auch so eine Sache, die tatsächlich relativ wertvoll geworden ist in den letzten Updates. Also einfach, weil man damit halt, Betonpulver herstellen kann. Moment. Bevor ich das jetzt auf die traditionelle Weise mache, machen wir es einfach so. Für Speedruns auf jeden Fall, aber gut, Speedrunner. Also, wenn man. Es gibt ja. Bei Speedruns sind ja auch oft auch Glitches erlaubt. Und deshalb finde ich es immer, ich finde es faszinierend, wie dann Leute irgendwie Terraria in fünf, also auch mit iPad-Duplikation irgendwie in 5 Minuten von null bis zum Moonlord und oder halt auch in, gut, wie gesagt, in Minecraft. Da kannst du eigentlich direkt in eine Fortress reinlaufen, wenn du Enderaugen hast und damit eine finden kannst, wieso, wenn du weißt, wo sie ist. Also wenn du einen entsprechenden Seed hast, sowieso.
Aber in Terraria muss man normalerweise hat man ja auch eine gewisse Reihenfolge, in der man die Bosse besiegen muss. Aber da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Speedrunner sind einfach. Das sind, finde ich, einfach Legenden, weil wenn es einen Bug oder einen Glitch gibt im Spiel, erstens Speedrunner finden ihn und zweitens Speedrunner werden einen Weg finden, um ihn auch auszunutzen. Also da wird ja teilweise das ganze Spiel übersprungen. Du kannst Super Mario 64 durchspielen, ohne einen Stern zu sammeln. Was irgendwie nicht so ganz der Sinn der Sache ist, aber ich finde es cool, dass es geht. Also auch wenn es nicht vorgesehen ist. Oh, ein Minecart. Das ist ja nicht noch da halbwegs noch einer der Sounds, die gehen. Im Sinne von, die sind nicht mega gruselig. Dieser Geisterzug, der manchmal einfach seine Pfeife da. Oder wie nennt man das bei dem Zug? Züge haben ja keine Hupen, wie nennt man das? Gibt's da einen Fachbegriff für? Wenn Lokführer unter meinen Zuschauern sind, jetzt ist der Zeitpunkt, euch zu outen. Eine Dampfpfeife, ja, das könnte sein. Das klingt, als würde es Sinn ergeben. Ja klar, damit kannst du Räusche erzeugen. Dampf entsteht sowieso auf einer Dampflok. Also klar, auf einer Dampflok entsteht Dampf. Der Boden hier besteht aus Boden. Das ist auch eine Regel, die man nicht brechen sollte. Den Block direkt über sich abbauen. Das kann ganz schnell ganz schief gehen. So, und wo wir schon dabei sind, den ganzen Kies können wir weggraben, weil das sind im Prinzip Blöcke, die easy weggehen. Und wo hinter sich auch gerne schon mal Diamanten verstecken. Geht jetzt natürlich ein bisschen langsam, weil ich nun immer noch nur eine Steinschaufel habe. Dass der Maya-Tempel in Siedler aussieht, als würden da Menschen geopfert werden. Das ist kein Zufall. Die Religion der Mayas, beziehungsweise auch der Azteken und ich glaube Inkas auch, schließt Menschenopfer mit ein. Also du liegst da völlig richtig. Wobei die Mayas in Siedler ja auch immer so ein bisschen, keine Ahnung, ich finde, die bauen irgendwie ständig Scheiße, habe ich das Gefühl. Wenn man sich einfach die Geschichte hinter den ganzen Missionen anguckt. Also, ich meine, in der Hauptkampagne brauchen sie ewig, um zu merken, dass das dunkle Volk vielleicht mal eine Bedrohung ist und man vielleicht was dagegen unternehmen sollte. Was war danach? Genau, in der Konfliktmission führen sie einen Megakrieg wegen einem fucking Baum, wie es ihn auf dieser Karte tausendmal gibt. Und jetzt in dem einen Missionsguide, Mission 2, Missions-CD, die Hauptstadt besteht einfach irgendwie aus 7 Gebäuden, die nicht mal zusammenhängen. Also, da ist schon wieder. Den Sound meinte ich, mit dem Zug. Also, wenn man diesen Sound hört, hat man das Gefühl, man ist nicht mehr alleine. Boah, da gibt's so. Einmal ist mein Vater hingegangen und hat mit mir den Film Science geguckt. Von M. Night. Und das Ding ist. Boah, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da?
Es könnte, ich kann sein sogar, dass ich wirklich erst 12 war. Ich weiß gerade nicht, wie viele Jahren der frei ist. Eigentlich, kann mal jemand gerade gucken, ab wie vielen Jahren Science ist? Wie schwer ist mir so auch fast immer Mayas? Würde ich nicht so sagen. Meine gut, ja, Dark 6 ist auch Maya. Aber Konfliktmission 3 ist Wikinger. Cordoba ist Römer. Also. Da gibt's schon einige. Ich kann ja mal gerade, das ist eigentlich auch etwas, was wir unbedingt immer dabei haben sollten. Immer, immer, immer. Wassereimer. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht direkt auf eine Diamantschwafel, oder? Aber kann wirklich mal jemand gerade nachgucken, ab wie vielen Jahren ist Science freigegeben? Also SIGNS. Ab 12, okay. Ist, finde ich, heftig. Weil das Ding ist. Also es geht auch um. Also es ist so ein Film mit Kornkreisen und Aliens und. Aber das Ding ist, man sieht sie eigentlich. Doch, man sieht sie schon ein, zweimal. Aber man sieht sie die meiste Zeit eigentlich nicht. Man hört. Man hört sie auch nicht. Man weiß nur, sie sind da. Und die Musik untermalt das entsprechend. Und ich hatte einen Lautsprecher direkt in meinem Rücken. Muss ich mehr sagen? Weil das ist bei dem Film echt böse. Man fühlt sich dann definitiv nicht mehr allein. Muss auch sagen, hätte mich auch überrascht, wenn mein Vater den mit mir geguckt hätte, wenn der ab 16 gewesen wäre. Vor allem, weil der auch nicht so ein jemand ist, der Horrorfilme groß guckt. Also ich glaube, außer Alien. Aber Alien ist auch ein Film. Das Ding ist, ich glaube nicht, dass ich mir den Film je angucken könnte, weil einfach, es ist einfach ja eigentlich der Science-Fiction-Horrorfilm. Ich meine, der wurde ja extra groß mit In Space No One Can Hear You Scream extra vermarktet. Also, sowas kann ich überhaupt nicht ab. Wobei es auch ein bisschen darauf ankommt, ich muss auch dazu sagen, ich bin auch ein bisschen geschädigt, was das angeht. Ich hasse Jumpscares. Ich finde Jumpscares sind mega billig. Ich finde es an sich schon cool, wenn ein Spiel es schafft oder auch ein Film es schafft, einfach eine Atmosphäre zu schaffen, die gruselig ist, wo aber halt nicht mehr nötig ist. Also einfach zum Beispiel, wenn ein Spiel es schafft, dass man weiß, da ist wahrscheinlich gar nichts, aber man will trotzdem nicht hingehen. Dead Space war auch so ein. Ist auch ein Spiel, das habe ich nie gespielt, was ich irgendwann, ich glaube, boah, ich glaube, Dead Space 1 war sogar mal bei, auf, ich glaube, ich hab's, weil es auf Origin mal kostenlos war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das fällt mir gerade ein. Aber ich habe auch noch auf meiner Steam-Liste, oh, hallo, hier ist Marcel Davis. Ich habe auch noch auf meiner Steam-Liste tatsächlich, ich habe das Spiel sogar, Singularity. Wobei das, glaube ich, also ich weiß nicht, wie stark die Horrorelemente da sind, aber ich traue mich halt nie, es rauszufinden. Ich möchte es auch nicht rausfinden eigentlich. Aber andererseits denke ich mir halt, weil es ist ein auch es geht in dem Spiel, halt, es ist halt ein Sci-Fi-Spiel, wo es auch um Zeitreisen und sowas geht. Also, was das auch, glaube ich, ein bisschen ins Gameplay integriert hat. Deswegen war das ein Spiel, was ich eigentlich schon gerne mal spielen wollte. Atemberaubend, diese Geschwindigkeit. Warte, aber jetzt kann ich das Wasser ein bisschen praktisch. Super. Jetzt kann ich das Wasser ein bisschen praktischer platzieren dafür. Wir brauchen erstmal nur vier, weil dann können wir den Verzaubertisch machen. Das Problem ist,
Stimmt, wir brauchen ja auch noch Bücherregale dafür. Das heißt, alleine bringt der uns erstmal gar nichts. Das Ding ist, dass 1.16 auch die AFK-Fischfarmen genervt hat. Weil über die kam man am Anfang auch gut an Mending-Bücher bzw. generell an gute Verzauberbücher ran. Aber die sind ja jetzt. Ich meine, man kann sie theoretisch immer noch bauen, aber sie sind aufwendiger und auch nicht mehr so effektiv. Was irgendwo gut ist. Also ich bin da ein bisschen zweierlei Meinung. Auf der einen Seite ist es gut, dass sowas halt bearbeitet wird. Auf der anderen Seite ist es halt, finde ich, etwas, was für Veteranen praktisch ist, um halt das halt den Fortschritt ein bisschen zu beschleunigen. Also ich hätte es. Ich habe es in meiner anderen Hardcore-Welt genutzt. Ich hätte es auch hier genutzt, wenn es nicht genervt worden wäre. Einfach, damit wir uns ein bisschen schneller den Sachen widmen können, die wirklich interessant wird, die man nicht in, die, also die, ich habe ja im Moment einfach nur die Sachen abzuarbeiten, die in jeder Welt einfach sein müssen. Oder mehr oder weniger sein müssen. Mist. Ich wollte eigentlich so. Was fragen wollte, dieser Desync-Fehler in Siedler 4 Multiplayer bei der Hasty Edition gepatcht wurde. Wenn man noch mit zusätzlichen Unterschied ist, das sehr nervig. Kommt drauf an, wie du fragst. Also, das Ding ist, es ist auch, man kann es schwer testen. Manche Leute sagen, es ist weniger, es ist auf jeden Fall noch vorhanden. So viel weiß ich. Manche Leute sagen, es ist weniger, manche sagen, es ist genauso viel wie vorher. Aber ich kann dir allgemein sagen, die History Edition ist minderwertig. Also das ist jetzt auch nicht einfach nur dahingesagt, das ist belegbar. Also, das sieht man jetzt leider auch, also das, was ich mitkriege, leider auch wieder bei Anno. Bei dem Video war das so geil. Also, das ist mit Abstand, das mit meinem Video zu Anno History Collection, als das angekündigt wurde. Ich hatte halt davor gewarnt, dass es ähnlich könnte wie bei Siedler, weil gleicher Publisher, gleicher Entwickler, gleiches Konzept dahinter. Man nimmt ein Spiel, das irgendwie 20 Jahre alt ist, oder eine Reihe von Spielen, die 20 Jahre alt ist, und sagt, wir bringen es auf 4K und das wird jetzt total super. Und dann ist es einfach nur scheiße hochskaliert und irgendwie bei Siedler fehlt der Hardware-Renderer. Jetzt bei Anno 1404 ist es wohl so, dass die von DirectX 10 auf DirectX 9 runtergegangen sind, deshalb die Performance schlechter ist als im Original. Was halt nicht Sinn eines Re-Releases sein kann. Ich wollte auch mal gucken, dass ich ein Video dazu mache, wo man die Gold Edition für Siedler gut herbekommt. Das ist ja auch so eine Sache, weil nicht in allen Gold Editions sind alle Add-ons drin. Also Community Pack ist, so viel ich weiß, in keiner Gold Edition drin, aber auch die neue Welt fehlt in manchen. Und das Ding ist, die neue Welt wird, so viel ich weiß, auf keiner Verpackung von den Gold Editions erwähnt. Die Missions-CD und das Trojaner-Add-on ja, aber die neue Welt nicht. Deshalb ist auch von außen oft nicht erkennbar, ob sie drin ist. Und dann wollte ich halt auch gucken, welche Möglichkeiten es gibt, dass man halt nicht, dass man halt die alte Version des Spiels nehmen kann, ohne den Content zu verpassen, der in der History Edition dabei ist, weil da sind ja alle Add-ons, einschließlich Community Pack, direkt drin. Boah, was für eine riesen Lapisader.
Es ist so nervig am Anfang. Viel zu wenig Inventar. Sehr viele, schon viele Lerntage mit deiner Familie zunichte gemacht. Ja, ich habe auch ein oder zwei Mal versucht, damals mit meinem Vater das Spiel dann im LAN zu spielen. Bis wir das erstmal hingekriegt haben, dass sich die PCs überhaupt gefunden haben. Also das Spiel halt den anderen Rechner gefunden hat. Und dann kam halt auch irgendwann dieser Desync-Error. Abgesehen davon, dass wir dann auch schnell festgestellt haben, man kann die Spielgeschwindigkeit nicht ändern. Das ist ja auch so eine Sache in der History Edition. Man kann ja in dem Original-Release im Singleplayer die Spielgeschwindigkeit bis zur Stufe 3 frei ändern. Und bis Stufe 6 halt, wenn Cheats aktiviert sind. Und in der History Edition Spielgeschwindigkeit 1. Und das war's, außer man aktiviert Cheats, was ja auch nicht unbedingt jeder machen möchte. Was halt so eine Änderung ist, wo ich mir denke, warum? Warum musste das sein? Aber ja, also auch die ganzen Fatal Errors oder auch was bei Siedler 5 ist es so, also Siedler 5, also Erbe der Könige. Ich darf es eigentlich nicht Siedler nennen, aber es fällt mir, passiert mir trotzdem immer wieder. Da ist es so, das Spiel guckt auf die Version von deinem Grafikkartentreiber. Und je nachdem, wie die, es gibt halt, boah, ich weiß gerade den Fachbegriff nicht mehr, aber die Version besteht ja normalerweise aus xxx.xx oder so. Also 210.38 oder so. Und ich glaube, diese zweite Zahl, ich weiß gerade, wie gesagt, nicht mehr den Fachbegriff, wie man da, sowas nennt in der IT. Die guckt sich das Spiel an, um zu bestimmen, welche Grafikoptionen dir zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst dieses Spiel, was wie 2004 rauskam, guckt nicht auf deine Grafikkarte, sondern darauf, auf welcher Version zufällig dein Treiber gerade ist. Und wenn diese zweite Zahl zu niedrig ist, ist das Spiel der Meinung, dass es zum Beispiel deine Grafikkarte, also dein Rechner, keine Schatten rendern kann. Und die meisten anderen Optionen sind auch halt nur auf minimal. Und das ist halt auch schon im Original-Release so gewesen und ist in der History Edition auch 1:1 genauso. Oder dass man halt jetzt auch weiter rauszoomen kann. Das Problem ist, die Wettereffekte im Spiel wurden nicht entsprechend angepasst. Heißt, wenn es regnet im Spiel, sieht man halt nichts mehr, wenn man rausgezoomt ist. Oder nach Cutscenes wird die Map nicht mehr richtig geladen ab einem bestimmten Punkt, den man halt normalerweise nicht mehr sehen könnte. Das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, dass Das tolerieren viel zu viele Menschen. Also wenn ich mir die Kommentare zum dem Anno-Video angucke, denke ich mir teilweise, Leute, wollt ihr eigentlich verarscht werden? Aber irgendwie sind die Leute es einfach viel zu sehr gewohnt, jeden Scheiß zu tolerieren und jeden Scheiß zu verteidigen, weil, keine Ahnung, die Publisher heulen ja gerne rum, dass Spiele ja so teuer in der Herstellung sind und deshalb müssten die eigentlich, also da gab ja jetzt erstens dieser eine Ubisoft, nee, war es Ubisoft? Boah, ich weiß nicht mehr, irgendein CEO von, ich glaube Ubisoft oder irgendeiner anderen Firma mit U meinte noch, dass AAA-Spiele ja allgemein viel zu lang sind und deshalb entweder halt die Preise wieder steigen müssten und ich dachte mir so, ey, ihr vertickt Digital Deluxe Gold keine Ahnung was Edition 220 €. Also man kriegt ja für 60 € schon vorne und hinten kein vollständiges Spiel mehr. Kauft der Edition brauche ich schon, bis auf die... Ja, für Siedler 1 und 2, also ich glaube, für die beiden Spiele, ja. Die zwei, weil Siedler 2 bekamst du, glaube ich, eigentlich, wenn du nicht gerade noch einen alten Rechner mit irgendwie Windows ME oder so hattest, bekamst du das Spiel nicht mehr zum Laufen. Also nicht ohne DOSBox oder so. Da gebe ich offen zu, da ist die History Edition schon sinnvoll. Darüber hinaus Siedler 3 bekommst du tatsächlich auch. Also das Ding ist, bei Siedler 3 ist es so, es gibt da wohl, glaube ich, auch eine Platin Edition und die hat eine etwas andere Echse als die Gold Edition. Und wenn du diese Echse einfach nur austauschst, funktioniert das Spiel auf einmal.
Auch auf Windows XP und danach. Also ich weiß, ich glaube, ich hatte es kurz auf Windows. War es Windows 7? Ich glaube, ich hatte es kurz auf Windows 7 damit gespielt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar doch schon Windows 10 war. Aber Windows Siedler 3 kriegt man damit auch noch zum Laufen. Und Siedler 1, ja gut, ich glaube, Siedler 1. Ich sehe selten echt nie jemanden, der über Siedler 1 groß spricht, weil Siedler 2 gilt, glaube ich, so wirklich als Siedler 1, aber halt noch besser. Ich weiß, dass Siedler 1 ein sehr langsames Spiel ist. Also ich glaube, in der Anleitung ist tatsächlich irgendein Kochrezept drin. So nach dem Motto, während du wartest hier, kannst du was kochen. Weil Warten eben so ein großer Bestandteil des Spiels ist. Das Ding ist, zu Anno kann ich nicht groß mehr sagen, weil ich halt, also ich habe 2070 und 2205, wobei 2070 deutlich mehr, halt später gespielt. Aber 16 und 1602 hatte ich auch noch. Beziehungsweise das hatte mein Vater tatsächlich auch irgendwo rumliegen, aber ich glaube, ich habe es mehr gespielt als er und hat trotzdem nicht verstanden. Und deswegen könnte ich nicht beurteilen, ob die History Edition jetzt besser, schlechter, gleichwertig oder sonst irgendwas ist. Deswegen habe ich mich da dann auch weitgehend eigentlich bedeckt behalten. Gesagt, das, was ich gelesen habe, war, glaube ich, über, ich glaube, GameStar war es. Wobei ich finde, generell haben die ganzen Berichterstatter. Das war das, was man vermeiden sollte. Haben die ganzen Berichterstatter in der Hinsicht komplett versagt, weil man hat einfach richtig, die haben irgendwie, ich glaube, bei GameStar war es so, die haben, glaube ich, einen Artikel für alle 7 Spiele gemacht und auf jedes Spiel irgendwie eine halbe Seite bekommen. Da kannst du natürlich nicht, eigentlich hätte das Leute machen müssen, die Originale gespielt haben. Und deswegen, und halt auch wirklich vertraut genug damit sind, das ist echt viel verlangt, aber die halt vertraut genug damit sind, um sehen zu können, dass die ganzen alten Bugs 1:1 noch drin sind. Oder sogar noch neue Bugs dazugekommen sind, wo man sich denkt, wie kann das sein? Den Maya Musikbug haben sie ja auch nur mit externer Hilfe hingekriegt, weil die Leute dann in irgendeinem Discord, wo Ubisoft-Mitarbeiter waren, dann irgendwie meinen Patch verlinkt hatten und, glaube ich, auch noch falsch erklärt hatten. Und ich musste, die Community musste dann im Prinzip den Entwicklern vorkauen, dass da einfach nur ein Tippfehler ist. Weil ich glaube, es fiel sogar die Aussage, wir können nicht einfach fremde Änderungen einfach so übernehmen. Ich habe so, Leute, es ist ein fucking Tippfehler. Es könnten ruhig noch mal ein paar Diamanten kommen. Die Spitzhacke hier ist schon fast am Arsch. History Edition, ja, ich habe mich auch gefreut, als es angekündigt wurde. Ich habe echt gedacht, zumindest, dass es halt. Vor allem, ich hätte es ja noch okay gefunden, wenn es eine gleichwertige Geschichte gewesen wäre mit ein paar kleinen Tweaks, aber es ist nicht mal gleichwertig. Wie gesagt, der Hardware-Renderer in S4 fehlt einfach komplett, dementsprechend sieht das Spiel schlechter aus als als die Originalversion. Da gibt es nichts zu entschuldigen. Aber nochmal kurz aufs Thema Remakes zurückzukommen. Ich finde eigentlich was heißt Remake? Also das Remaster, woran sich alle messen müssten, meiner Meinung nach, wäre Age of Empires 2 Definitive Edition. Weil
wenn es sowas für Siedler gäbe, das, ich würde, also für S4 oder auch S3, wobei ich S3 nie groß gespielt habe, aber selbst wenn es das gäbe, ich würde Geld gegen den Bildschirm werfen. Also, ja. Aber das würde Arbeit erfordern und das ist ja das Problem. Da kann man nicht einfach ein 20 Jahre altes Spiel nochmal verticken und sagen, hätte was gemacht. Wobei ich bei der History Edition, da wäre ich ja sogar noch zufrieden gewesen, wenn es wirklich noch auf der Qualität von Age of Empires 2 HD gewesen wäre. Was auch nicht kein perfektes Remaster war, aber zumindest war es kein Downgrade. Ich muss auch noch sagen, ich weiß noch nicht, wie ich den Nether handhaben werde. Also beziehungsweise die Portale. Ich habe ein kleines Design entwickelt für die ganzen Portalstationen im Nether, was eigentlich ziemlich gleich immer ist, aber immer mit unterschiedlichen Blöcken, um halt so ein bisschen zu signalisieren, was auf der anderen Seite ist. Aber unter Umständen möchte ich für diese Welt auch etwas, was noch ein bisschen mehr hermacht. Eine Schulkerbox wäre schon wichtig. Ja, Schulkerboxen sind einfach. Schulkerboxen und Elytra sind eigentlich mit die beiden besten Neuerungen in Minecraft in den letzten Jahren. Also ich meine, die letzten Updates waren alle ziemlich gut. Aber diese zwei Items. Top. Ich will nicht mehr ohne spielen. Gut, gemoddete Spieler werden wahrscheinlich sagen. ME-System. Ich habe nie Probleme gehabt ja, es ist mit ich finde gerade das Wort nicht. Warum habe ich eigentlich das Wasser nicht wieder mitgenommen, oder? Schade, ich hätte das Wasser mitnehmen müssen. Naja, wir dürfen jetzt einfach nicht in Lava fallen. Und ich weiß auch gerade nicht, das Ding ist, Minecraft-Mods im klassischen Sinne gibt es leider auch kaum noch. Also zumindest nicht für die aktuellen Versionen, glaube ich. Es wird viel mit Datapacks gemacht. Was ja jetzt auch inzwischen deutlich einfacher ist. Aber so richtige Mods gibt es nicht mehr so wie früher, finde ich. Texturenpacks sind leider auch, finde ich, so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt noch Sfax, soviel ich weiß, weil der macht das, glaube ich, inzwischen professionell. Der macht das ja auch für alle möglichen Mods und so. Und ansonsten von den ganzen alten Texturenpacks, so Painterly oder so. Miesa wird von Fans. Miesa ist auch ein trauriger Fall. Das Paket wird inzwischen von Fans halt geupdatet. Und das Ding ist, Miesa selber ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich habe zwischendurch mitbekriegt, dass die obdachlos geworden ist. Weil sie halt, ich weiß nicht, was genau alles bei ihr war, aber ich dachte, ich habe das gelesen und dachte mir so, Alter, wie kann jemand mit ihrem Talent, also kann keiner sagen, dass die kein Talent hat. So, die hatte eines der beliebtesten Minecraft-Texturenpacks gemacht. Also, das ist, finde ich, schon keine kleine Sache. Und das ist ja Jahre her. Sie wird ja in der Zwischenzeit auch an ihren Fähigkeiten noch gearbeitet haben. Also da frage ich mich, wie jemand mit dem Talent obdachlos sein kann. Also klar, es passieren immer schlechte Sachen, aber es ist halt echt, eigentlich echt scheiße. Die Windows 10 wäre so im Sinne von Unterstützung. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Das ist auch das, was ich mir bei Minecraft RTX denke. So, das Ding ist, RTX wird ja auch Bedrock, was auch Sinn ergibt, weil man kriegt das, was die vorhaben, mit der Java-Edition nicht ohne weiteres hin. Aber nicht, solange Bedrock nicht bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Redstone, auf die Reihe kriegt, wie es Java macht, dass es sich auch wirklich verhält wie in Java, wird aus Bedrock niemals die definitive Minecraft-Version, egal wie sehr Microsoft das gerne hätte.
Ja, wobei, kann man Bedrock gar nicht modden, also auch nicht manuell? Also für die Sachen, die integriert sind. Also ich fände es ja an sich nicht schlimm, wenn Leute in der Lage sind, dass wirklich ihre Packs, die wirklich aber auch einen gewissen Qualitätsstandard erfüllen müssten. Aber für jemanden wie Misa oder so fände ich das halt echt nicht schlimm. Man hätte ja auch, oder man hätte es ja auch so machen können, dass ein Teil des Packs praktisch kostenlos ist. Also die wichtigen Sachen. Aber halt es bestimmte Texturen gibt, also bestimmte Variationen von Texturen, die halt wirklich nur für diejenigen sind, die das Pack unterstützt haben. Also so, ich weiß, als Gronkh damals über Honeyball halt meine Kraft hatte, hatte er und noch ein paar andere aus dem Gronkh.de-Netzwerk hatten ja praktisch eine eigene Version von diesem Pack mit den veränderten Creepern und sowas. Und die veränderten Mobs waren ja, glaube ich, bezüglich doch es waren veränderte Mobs drin, aber halt andere in den Versionen, die öffentlich zugänglich waren. Meine gut, Honeyball hat mit dem Pack ja auch nicht groß Geld verdient, also außer über die Adfly-Links. Boah, das waren Zeiten, als YouTuber sich noch rechtfertigen mussten, dass sie Adfly-Links benutzt haben, wenn sie solche Sachen zum Download angeboten haben. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Oh. Hallo Höhle. Okay, und tschüss, das genügt mir. Leider keine weiteren Diamanten mehr gefunden. Aber für den Moment sind wir, glaube ich, eingedeckt. Redstone brauchen wir nicht. Ich mache tatsächlich sehr wenig mit Redstone, also wirklich nur ganz einfache Geschichten, weil ich finde, Redstone ist einfach viel zu umständlich. Und ich finde, es hat auch kein Recht, so umständlich zu sein, wie es ist. Also ich finde, so Sachen wie Endgates oder so sollten. Also es gibt ja einige Sachen, die schon halt in einzelne Blöcke komprimiert sind. Und ich finde, für Endgates sollte es genauso sein, dass du halt einen Block hast und es müssen von allen Inputs. Also wenn alle Inputs, die verbunden sind, müssen halt auch gepowert sein, damit ein Signal weitergeleitet wird. Das ist ja eigentlich keine große Sache. Und wenn man es so macht, dass man dafür Netherquarz braucht, dann ist es ja praktisch sogar schon Tier 2 Redstone, das man nicht von Anfang an hat. Hoch, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Hier. Warte, wir können ja das. Haben wir noch Gold? Das macht mich total nervös mit den Skeletten. Beziehungsweise ich packe mal die ganzen Erze hier rein. Nein, ich möchte nicht die Spitzhacke wegschmeißen. Die brauchen wir noch. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass das Skelett gleich hier irgendwie langkommt, weil es einen Weg gefunden hat, von dem ich nichts weiß. Also, ich nehme ein bisschen Kohle mit. Hier haben wir noch Obsidian. Da können die ganzen Sachen hier rein. So, die Spitzhacke nehmen wir zwar mit, aber wir werden jetzt erstmal wieder Eisen benutzen. Aus dem Lapis auch Blöcke. Ja, ich finde, Lapis nimmt nicht so viel Platz weg. Also wir würden einen Platz damit sparen.
Und das Zeug braucht man ja auch eigentlich, wenn, dann halt in seiner normalen Form. Aber klar, wenn ich mehr hätte, würde es sich lohnen.